und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Cat Lady. Nach doch ziemlich langer Spielpause jetzt, ging alles ein bisschen drunter und drüber, hab dann in der Zeit auch mal was anderes gespielt, aber jetzt hatte ich mal Lust, das mal weiterzumachen. Ja, jetzt muss ich erstmal überlegen, wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall irgendwie in dem Haus irgendwas untersuchen. Glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben auf jeden Fall eine Karte. Schau mir mal die Karte an. So. Ich guck mal, was haben wir denn hier? Wo wollen wir denn hin? Flat 1, empty, Flat 2, da ist irgendein Hund. Flat 3, Davis. Flat 4, Susan and Mitzi. Ich glaube, das ist unsere Wohnung. Flat 5, Old Man, Brian. Ich würde fast sagen, wir schauen vielleicht erstmal in den ersten Stock, denke ich mal. Okay. Wir gehen mal zum Treppenhaus. Erdgeschoss. Wer ist das denn? Hallo? Ah, die Dogleg. Ah, okay. Ich glaube, das ist die Tusse aus der Wohnung mit dem Hundegebell wahrscheinlich. Sie lebt in Wohnung 2 mit ihrer widerlichen Promenadenmischung. Ich weiß nicht mehr, wie sie wirklich heißt. Ich habe sie immer nur die Dog Lady, Hundefrau genannt. Natürlich sind wir nicht die besten Freunde, aber wir tun normalerweise unser Bestes, es nicht zu zeigen. Ich rede mal mit ihr. Hello. You live on the first floor, am I right? Yes, that's correct. Flat 2. And you're Susan Ashworth, I presume. I've been meaning to talk to you, actually. Really? Is something wrong? Well, it's those cats. I understand you're trying to do a good thing, but it's become unbearable lately. This can't be sanitary for people living here. And I'm sure it's not allowed by the council either. Hä? Was hat die gegen meine Katzen? Stören Sie die Katzen? Schauen Sie, es sind nicht meine Katzen. Was nehme ich denn? Ich nehme das erste. Are the cats bothering you? Yes, they are actually. They usually stay outside anyway. I bet you hardly ever see them. I see them all the time, actually. Ever since the Morrisons from Flat 1 moved out last month, your cats seem to reside permanently on my floor. And that sofa, my God! They're always gathered round it like it's their shrine. It was Morrison's responsibility to dispose of it, but they just left it there. And a load of other rubbish, too. Okay, that's not my fault, really, is it? But you encourage cats to come here. You feed them. Everyone knows that. Every time I take William for a walk, he gets upset and tries to chase them away. Oh Gott, wie kann man den Hund William nennen? ja, Morrison. Ist das jetzt die leerstehende Wohnung? Quasi? Schauen Sie, es sind nicht meine Katzen. Haben Sie gesagt, sie schlafen auf dem alten Sofa? Wer ist William? Wer ist William? Who's William? William is my dog, of course. He's 12 years old, you know. Oh, schon alter Sack. He shouldn't be running after cats at his age. Nee. Naja, 12. Es gibt Hunde, die werden 15, 16. Auf dem alten Sofa? Did you say they sleep on the old sofa? I didn't say they sleep. Have you not listened to me? I'm beginning to wonder if they ever sleep, actually. They just keep climbing up and down, the wretched thing. They're noisy. They leave germs all over the place. They've scratched upholstery and the paintwork. And William keeps chasing them. He's so quick, I can't hold him most of the time. What if he runs off and gets lost? I'm telling you, we've never had such problems before you decided to bring here these homeless devils. Mein Gott. Wegen ein paar Katzen. Look, they're not my cats. You're Susan Ashworth, the cat lady. We all know what you do.
Everyone's sick of those cats, and I am too. Brian said he will get in touch with animal control if things don't improve. He already did. Really? Well, I certainly don't see any improvement on first floor. It's still completely overrun by these filthy creatures. He'll have to talk to them again. I hear they've run out of business recently. Then you'll have to find another one. This is just not good enough. Ja, Geschäftsaufgabe vom Kammerjäger. So könnte man es auch ausdrücken. So, ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns. I have to go now. See you later. Okay, die kann uns nicht so wirklich weiterhelfen irgendwie. Die hat irgendwie nur was zu meckern. Was ist denn im Schrank hier? Sieht schwer aus. Ich glaube, das sollte ein Lagerplatz für Putzprodukte, Vasen und Werbebriefe sein. Die, die schon so lange wie ich in diesem Haus wohnen, wissen, dass dahinter eigentlich eine Tür zum Keller ist. Okay, keiner geht mehr darunter. Es ist scheinbar nicht sicher. Suchen? Nichts Nützliches drin, nur stapelweise Broschüren. Ich könnte aber trotzdem mal drücken. Ich könnte diesen Schrank wegschieben, aber ich will dabei nicht gesehen werden. Achso, wenn wir nur diese alte Hexe irgendwie loswerden könnten. Aha. Okay, lassen wir uns mal was einfallen hier. Ah, hier, da ist wieder diese geile Werbung. Bob. Wo ist denn eigentlich der Zettel mit, A man with a ban? Blumen! Jemand hat frisch gepflückte Blumen in eine Vase gestellt, um diesen düsteren Flur aufzuhellen. Das ist doch schön. Sie sind wie ein Strauß Rosen auf einem lange vergessenen Grab. Maybe one day you will forgive flowers, Mrs. A. Maybe. Or maybe not. Komm mal dran, schnuppern. Köstlich. Was habe ich gemacht? Das wollte ich nicht. I'm sorry. I didn't mean to push it. Don't worry, Mrs. A. Could have happened to anyone. I'll clean it in a minute. But please, be more careful in the future, yes? Okay. You be more careful, nosy old witch. Witch. Kaputte Vase. Vielleicht war die Vase schon angeknackst. Warum sollte sie sonst zerbrechen, sobald ich sie anfasse? Nimm mal ein Stück Glas. Naja, könnte vielleicht nützlich werden. Ich nehme mal ein Stück. Ach ja, jetzt sieht man auf den Zettel. Bob, a man with a ban. Ich finde das so cool. Briefkasten. Ein gemeinsamer Briefkasten. Alle Briefe der Mieter werden hier in eigens abgeschlossenen Fächern aufbewahrt. Keine Post für Susan Ashworth. Überraschung. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Okay, hier geht's überhaupt nicht. Der Kerl versteckt sich hier in diesem Haus. Ach so. Das war die Ausgangstür. Treppenhaus. Hier müsste aber doch eigentlich die andere Wohnung sein. Hallo? Hä? Nanu? Ich dachte, im Erdgeschoss ist... Moment. Ich guck nochmal kurz. So. Hallo, Karte? Karte, bitte? Hallo, Spiel? Karte, bitte? Ich möchte gerne die Karte öffnen. Achso. So. Wie komme ich denn zu dieser anderen leeren Wohnung? Das ist ja interessant. Okay, wir gehen mal wieder in den zweiten Stock. zweite Etage, Wohnung 4 und 5. Moment, vierte... Hä? Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Wohnung 4 und 5. Hä? Okay. Also... Achso, Flat 4. Also da wohnen wir. Flat 3. Okay. Das müsste eigentlich hier sein. 3, genau. Hier lebt Joe Davis mit seiner Frau. Ich habe ihn aber eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ja, wer wissen will, was mit ihm ist, schaut sich doch mal Downfall an.
Vielleicht sind sie im Urlaub. Ja, ich... Ja, mehr oder weniger. Ich horch mal. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Nein, war wohl nur meine Einbildung. Komme ich da vielleicht rein? Moment. Ich klopf mal. Ich glaube, sie sind nicht da. Das ist gut. Ich mochte sie nie sehr. Ja. Hallo? Öffnen? Abgeschlossen. Mitzi, hast du nicht irgendwas zum Schlösser knacken? Knack das Schloss. Can you unlock this door for us? Let's see. Blimey. You don't see these very often. This is a very special lock. It would take someone much more skilled than me to open it. Great. I thought you were an expert. I am. But this lock is just beyond me. Why would anyone need one of these here? They must have something to hide. Is there any other way we can get inside then? Well, not unless we can find some plastic explosives or a pneumatic drill. Or a key. Yeah. Because I'm sure there's a key lying around here somewhere. Well, what can I say, my friend? Let's try to think positive. Tja, Schlüssel. Also ein Schlüssel wird hier bestimmt nicht rumliegen. So, erste Etage, Wohnung 1 und 2. Wohnung 1 und 2? Moment. Ich bin jetzt irritiert. Wir waren doch gerade im Erdgeschoss, oder? Wie kann hier Wohnung 1 und 2... Ah, jetzt verstehe ich. Oh, guck mal, hier ist eine Katze. Hallo, Mizi. Ah, hier ist dieses Sofa. Okay. Die Katzen werden davon angezogen. Aber warum? Nur ein altes Sofa. Die Morrisons haben es hier gelassen, als sie auszogen. Da sind ein paar Nähte drauf und sie sehen frisch aus. Wurde es vor kurzem geflickt? Kann ich dann irgendwas hier machen? Vielleicht mit der Scherbe das mal aufmachen irgendwie. So aufritzen vielleicht. Echt, das geht? Das geht! Geil! Ich greife mal hinein. Jesse, can we talk to you for a second? Valerian root extract. Cats love it. It has the same effect on them as catnip. They go absolutely crazy for it. You found it inside that sofa? Yes. I wonder how it got there. Maybe the Morrisons wanted to leave a goodbye gift for that woman and her dog? Yes. Well, they would. I always thought they were reasonable people. Oh, what a shame they moved out. Das ist ja interessant, okay. So ein Extrakt da ins Sofa reingesteckt. Das zieht natürlich magisch jede Menge Katzen an und warum? Wegen der Putze, die unten ist? Um sie ein bisschen zu ärgern? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist eine Notiz. Von Wohnung 1. Tut uns leid, dass wir den Flur zumüllen. Die Entrümpelungsfirma wurde angerufen und sie werden das Sofa und die Stühle bald abholen. Ja. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, aber wir sind uns sicher, Sie können es mit diesen paar Dingen noch etwas länger aushalten. So wie wir es mit Ihrem Hund all diese Jahre ausgehalten haben. Die Morrisons. Okay, es war eine kleine Rache. Für den Hund, okay. Lustig. Wohnung 1. Die Morrisons haben hier gelebt. Sie sind vor kurzem ausgezogen. Ich glaube, das wird wohl nichts bringen, da zu klopfen. Ich klopfe einfach mal. Ich glaube wohl kaum, dass da jemand da ist. Niemand zu Hause. Habe ich mir fast gedacht. Ja, warte mal. Öffnen. Ich könnte ja mal hören. Vielleicht höre ich was. Aber ich glaube nicht. Nur Stille. Okay. Ja, dann, mal öffnen. Abgeschlossen. Mizi, kannst du mir vielleicht mal
diese Tür öffnen. Finden wir erstmal ein Schloss. Hallo? Hier? Hier ist die Tür. Mitzi, bitte knack das Schloss. Would you like to try your famous lockpicking skills on this lock here? Let's see. A young child could open this lock with a piece of wire. That's fantastic. Have you done it yet? No. I can't work when you're looking over my shoulder. Do you mind? No, sure. I'll just walk away for a minute and stare at the wall if that's what it takes to get this done. Thanks. Bin natürlich ihre Hacker-Tricks nicht verraten. Knacker-Tricks. Aha. Oh, na, hier schaut's jetzt sehr nett aus. Schraubenschlüssel. Wir nehmen ihn mal mit. Vielleicht können wir den noch gebrauchen. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Hier geht's nicht weiter. Wir gehen mal hier rein. Hier ist ein Loch in der Decke. Warum ist hier ein Loch? Hä? Dieses Loch muss kürzlich erst gemacht worden sein. Das da oben ist Joe Davis Wohnung. Was denkt er sich bloß dabei, Löcher in den Boden zu machen? Moment, jetzt überlege ich mal. Gab es da eine Szene in Downfall mit einem Loch im Boden? Ich glaube, ja. Direkt auf der Kante steht ein schwarzes, glänzendes Ding. Ich kann von hier aus nicht genau sehen, was es ist, aber es sieht aus wie eine Statue. Ja, es sieht aus wie eine Katze, finde ich, irgendwie. Ich greife mal danach. Da komme ich nicht dran, es ist so hoch. Mitzi! Könntest du, wenn dieser Tisch da rechts nicht so kaputt wäre, könnte ich mich bestimmt draufstellen. Ja, aber da er total verrottet ist, würde ich wohl nur fallen und mir das Genick brechen. Ich muss einen anderen Weg finden, diese Statue da runter zu kriegen. Ja, frag doch mal Mitzi. Frag doch mal Mitzi. Mitzi, komm mal. Heb mich mal da hoch, bitte. So. Knackt das Schloss. So, what next? If only we could get rid of that woman and her dog. Aha, wir müssen die Frau mit dem Hund loswerden. Schwierig. Ein Tisch. Total verrottet. Ein Fenster. Das ist die sonnige Seite des Gebäudes. Meine Seite ist immer dunkel, so scheint es zumindest. Okay. Was haben wir denn hier drin? Das könnte... Clearly this place is empty. I reckon we can cross it off the list. Okay, wir streichen diese Wohnung. Gut, haben wir erledigt? Da scheint wohl nichts mehr zu sein. Aber wir haben... What does depression feel like? Well, it feels like all I want is to die, but I have to live. That's funny. Most of the time I feel like I want to live, but I have to die. Oh, die Arme. Ja, sie muss leider sterben. Wegen so einer blöden Krankheit. Verdammt, Scheißkrebs. Halt! Moment mal, war da nicht noch gerade was? Eine Steckdose. Nur eine normale Steckdose. Könnten hier einen Kurzschluss machen. Aber mit was? Schraubenschlüssel. Wir machen mal einen Kurzschluss. Okay, nein. Ich wieder mit meinen Ideen. Okay, hier kommen wir leider nicht hin. Wobei, wart mal. Vielleicht könnte ich mit dem Schlüssel da als Verlängerung... Kann ich hier nicht benutzen. Ja, dann... haben wir sonst noch irgendwas? Nein, haben wir nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wenn es im Hintergrund immer so klickt. Das da. Das ist meine Tastatur. So. Okay, ich glaube, hier sind wir fertig. Hier können wir raus. Ich überlege jetzt gerade, wie könnten wir jetzt...
Die Nachbarin ablenken. Indem wir vielleicht diesen Baldrian-Extrakt vor ihrer Wohnung platzieren. Vor ihrer Wohnung, sagte ich. Verdammt. Die erste Wohnung ist ja oben. Unten wird es keinen Sinn machen, weil wir wollen sie ja loswerden. Okay, warte mal. Wir gehen mal hier lang. Also pass auf, hier ist Heizung. Ich untersuche mal. Diese Heizungen sind einige der wenigen Überbleibsel von früher. Die meisten wurden abmontiert. Die, die noch da sind, funktionieren schon seit Jahren nicht mehr. Du, pass mal auf. Was wäre, wenn ich jetzt hier... Mit dem Schraubenschlüssel würde aber wahrscheinlich nichts bringen. Keine Ahnung, das kann ich hier nicht benutzen. Ich könnte aber den Baldrian-Extrakt hier irgendwie rumschütten. Wenn ich die Heizung damit ansprühe, bleiben die Katzen wochenlang hier. Ja, warum eigentlich nicht? Dann ist die Nachbarin beschäftigt. Vielleicht sollte ich es auf etwas tun, das ich wieder entfernen kann. Auf den Schraubenschlüssel. also Baldrian? Ne, warte mal. Hallo? Hallo? Hier ist die Tür. So, und dann schmiere ich auf die Tür diesen Extrakt und dann ist die Nachbarin beschäftigt. Nein, nicht hier. Die Katzen würden wochenlang an dieser Stelle rumhängen. Ja, warum nicht? Baldrian-Tropfen, eigentlich ein Herzmedikament. Ach so, stopp, da wollte ich nicht hin. Ich wollte mir die Tür angucken. Hier lebt eine mürrische alte Frau mit ihrem hässlichen Hund. Ich hasse Hunde. Ich glaube, hör zu und klopfe brauche ich nicht, weil ich weiß ja, wo sie ist. Was mache ich denn? Wo könnte ich jetzt... Wo könnte ich das jetzt... Okay, pass auf, wir gehen mal in die dritte Etage. Nein, warte mal, zweite Etage, ne? Wohnung 3 und 4. So. Achte mal, jetzt muss ich überlegen. 4 ist unsere Wohnung. Das ist die 3. Das ist Joe Davies, da kommen wir ja auch nicht hin. Vielleicht mit einem Schraubenschlüssel. So, benutze. Kann ich hier nicht benutzen, okay. ja, dann Treppen. Sonst gab es hier nichts mehr, ne? Gut, dann gehen wir mal Wohnung 5 und 6. Wohnung 5 und 6, was hatten wir denn hier? In 5 hatten wir einen alten Mann und in 6 ist der Brian. Okay. Besuchen wir erstmal den alten Mann. Oh, hier ist so ein Lumpen. Lumpen. Würde hier draußen zum Trocknen... Was würde hier draußen zum Trocknen aufgehangen? Vor langer Zeit. Ich leih mir jetzt mal den Lumpen. So, jetzt habe ich einen Lumpen. Hier lebt ein alter Mann. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange und er kommt ins Heim. Aber momentan scheint er unabhängig genug, um alleine einzukaufen und sauber zu machen. Manchmal sehe ich ihn im Flur. Höflicher Typ, sagt immer Hallo und lächelt. Ja, gerade die höflichen Menschen, die haben doch oft immer irgendwelche Geheimnisse. Dennoch stimmt mit ihm irgendetwas nicht. Vielleicht ein frühes Stadium von Demenz. Ich horch mal. Ich glaube, ich habe jemanden husten gehört. Er ist zu Hause. Gut. Er ist zu Hause. ich klopf mal. Ich sag mal Hallo. Would you like to talk to him? Sure.
I'll pretend I'm doing one of those customer surveys. Old people usually have time to answer lots of stupid questions. They just want some attention, Mitzi. Hallo? Er braucht ein bisschen länger, ist schon alt. Hello there, sir. If you could spare us just a few minutes of your time, we'd like to ask some questions about your internet service provider. I'm not interested. I don't have any money. Go bother someone else. Oh. But we're not trying to sell anything. It's just a little survey. What? Wait a second. I can't hear what you're saying, sweetie. Let me get my hearing aid. Hörgerät. Do you think he'll be back with a shotgun? Don't be silly. This isn't America. I thought I heard someone. What did you want? So, haben Sie einen Computer mit Internetverbindung? Leben Sie alleine? Ich stelle mich mal so. Do you own a computer connected to the internet? Say again? Right. Okay. Do you... I can't hear you very well, dear. You'll have to speak up. I'm an old man, you know. I'll be 85 this year. Okay, 85. Ist doch noch kein Alter. ich rede mal lauter. Do you have a computer? There's no need to shout. I've got my hearing aids. I can hear what you're saying. So ein Arsch. Sorry. A young, pretty lady like yourself wouldn't understand about old age. We live in two different worlds, dear. And if you're here to make fun of me, why won't you just go ahead and be done with it? No. With all respect, I just wanted to ask if you by any chance own a computer. Pardon? A computer! Wait a second, dear. I think I need to change the batteries in my hearing aid. Oh, man. I must have forgotten to switch them off last night. Oh, Alter. I'll be right back. No, wait. Er ist kalter Alter. Du lieber Himmel. I don't think I've got enough patience for this, Mrs. A. To be honest, the chances that he's our guy are pretty slim. I think we should go. Yeah, this is pointless. Even if he did have a computer, he probably wouldn't even remember how to switch it on. Unless he's not alone. You should ask him about that before we go. Can I help you? No, thanks, we're fine. Have you found some batteries? What? I don't want to buy anything. I told you before, I'm not interested. I don't have any money. Go bother someone else. Der Alte. Oh Mann. Ach, mein Gott. Leben Sie alleine? You live alone? When you're an old man like me, you end up watching all your friends and family die. I'll be 85 this year. But I can still cook my dinner, and I make my bed every morning, all by myself. So, you do live alone then? Look, young lady, I don't need any help. I've told them already. I can manage just fine. I can still cook my dinner, and I make my bed every morning, all by myself. Also, that's voll dement. And not that it's any of your business, but when I die, I'll die in my own home, in my own bed. I'm honestly not trying to take that away from you. We're just here to ask about... I will not have anyone washing me, or dressing me, or feeding me. I can manage. I've done it all my life, and it'll stay this way. I can still cook my bed, and I make my dinner every morning, all by myself. Er kocht sein Bett. Oh Gott, der Arme, der tut mir echt leid. Entschuldigen Sie die Störung, Sir, wir gehen jetzt. Oh Mann. Sorry to have bothered you, sir. We'll go now. I'll see you later, ladies. Ich koche mein Bett. Next time I'll do the talking, yeah? He's tough. Wouldn't answer a single question. But he can't possibly be an internet whiz. Yep, he's just a lonely old man. Let's cross him off the list.
Oh Mann, ich schmeiß mich weg. Okay, jetzt haben wir den auch weggestrichen. Was haben wir denn jetzt hier noch? So, also die Wohnung 1 gestrichen, Wohnung 5 haben wir gestrichen. Beim Davis kommen wir momentan nicht rein. Die haben irgendwie ein exzellentes Schloss. Flat 4 ist ja unsere eigene Wohnung. Dann blieb jetzt noch der Brian. Dann irgendwelche Geräusche aus der Wohnung 7 und ein Baby aus Wohnung 8. Und dann geht es noch darum, wir müssen irgendwie die Alte ablenken unten aus der Wohnung 2. Okay, das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Und auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play The Cat Lady mit eurem lieben Ricky Dicky. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und ja, ich bin nochmal raus. Und wie üblich, tschö mit Ö.